Bodykit CL, genau. CL Bodykit. Ich will nicht zu viel verraten, aber wie viel kostet der Sternenhimmel? Der kostet generell, 6, 3 pauschal. angehen, guck die Scheiß, mach ein Auge. Digga, besser kann's nicht laufen. 500 S-Lass vorm Haus für nur 1000. Herzlich willkommen, Freunde. Einen wunderschönen guten Abend. Ich dachte mir, okay, gehe ich nochmal ganz, ganz sponti-monti hier live. Ja, ihr seht es. Und zwar habe ich jetzt. Aggressiver Kampf von Junge. Und zwar habe ich jetzt ein neues Streaming-Setup. Das hier ist der unbekannte Raum. Man kennt ihn vielleicht. Der ein oder andere mag den kennen. Das war früher unser Reifenlager. Jetzt habe ich hier Boden verlegen lassen. Da sieht man das. So Billigparkett. Und grundsätzlich ist der Raum mal wieder nicht geheizt, weil wir tatsächlich den ersten Tausender jetzt durchgejagt haben durch unsere Heizung. Deswegen habe ich beschlossen, diese Räume auch nach wie vor, wie auch schon die ganze Zeit, nicht zu heizen. So, jetzt dadurch, dass ich aber den ganzen Tag hier umgebaut habe und aufgeräumt habe und so, ist mir warm, um ehrlich zu sein. Und deswegen geht das. Deswegen kann man hier mal einen Livestream starten. Katalea hat auch wieder richtig Bock. Ich muss mich kurz sammeln. Also, Update aus dem Bunker. Ich habe hier jetzt das Streaming-Setup aufgebaut. Zusätzlich habe ich das ganze Haus geschrubbt, gewienert, gesaugt, Garage aufgeräumt, den ganzen Schrott raus. Mache jetzt morgen weiter mit dem Civic. Aber. So? Nein. Leine? Es ist auch nicht einfach heute, ne? Und, Freunde, ich habe gestern den CL wieder geholt und der CL hat Sternenhimmel. Einfach. Der Flex mit Sternenhimmel. Jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Das ist zu krass. Das ist einfach zu krass. Es sind einfach 980 Sterne drin. 980. Ihr müsst euch mal einen Begriff machen, Digga. Im Chrysler damals, in dem eBay-Projekt, hatten Philipp und ich 100. Und jetzt sind einfach 980 Sterne drin. Digga. Also, ich bin heute noch nicht gefahren jetzt. Ich werde nachher nochmal eine Runde drehen. Wahrscheinlich. Weil es einfach grundsätzlich diese Karre, CL 500, man fühlt sich schon echt, als würde man komplett im Himmel riden. Aber jetzt auch noch die Sterne, Digga, das ballert einfach alles. Einfach Rolls-Royce. Julian, danke dir. Grüße gehen raus. Wie viele Sterne hat der Rolls-Royce? Digga, das interessiert mich auch. Das sind doch die wichtigen Fragen, oder? Ach du Scheiße, der hat sogar Sternschnuppen. Okay, so wild bin ich nicht. Okay, das ist natürlich noch krasser, ne? Uff! 1340, okay. Okay. Die Laras werden hundertprozentig den Unterschied merken. Die werden direkt sagen zu mir, so verpiss dich mit deinen 980 Sternen. 1340. Aber ganz ehrlich, ja, Digga, der ist, glaube ich, ist der länger als der CL? Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Aber okay, mit Sternschnuppen und so. Digga. Ja. Digga, man guckt einfach. Ist das bei euch auch so, Chat? Ist das bei euch auch so? Wenn ihr Sterne Rolls-Royce eingibt, kommt dann das Video? Bruder, da muss ich ja los. Das ist ja geil. Ja, okay. Also. Bei Rolls-Royce muss ich echt sagen, mein CL hat ab hier, also ab Hinterkopf, hat er nicht mehr so viele Sterne, damit es nicht blendet. Aber das ist natürlich krass. Ja, aber CL flext natürlich auch so, ne? Also, die Tür muss kommen, der Türumbau. Das ist auf jeden Fall richtig krass. Das letzte Mal habe ich mich so gefreut über etwas wirklich bei der ML-Folierung. Also, ML-Folierung war auch so. Einfach, du gibst dein Fahrzeug mal weg. Du selber weißt, wie es funktioniert. Bliblablub und so. Aber du lässt es auch einfach mal machen. Und das habe ich schon extrem gefeiert. Ihr wisst, ich mache alles selber. Also es kommt ja wirklich so wenig vor, dass ich in eine Werkstatt gehe oder sonst was und irgendwo irgendwen was für mich machen lasse. Und jetzt so bei Folierung und auch bei Sternenhimmel, es war einfach so ein krasses Gefühl, einfach mal 2 Tage auf etwas zu warten und dann dahin zu gehen und dann einfach dieses Ergebnis zu bekommen. Zu krass. Wie viel kostet der Sternenhimmel? Der kostet Lena, der kostet generell pauschal mit den Sternen, also mit 980 Sternen, kostet der 980 Euro. Aber ich habe natürlich Influencer-Kooperation am Start. BMW E91, danke für deine Donation. Hast du deine Uruguay-Folie schon wieder gefunden? Tatsächlich muss ich feststellen, dass Eiko, die kleine
mir meine Orakalfolie einfach geklaut hat, wo ich noch nach einem Viertel Bier mit Kater im Bett lag. Da hat er sich einfach weggeschmissen mit meiner Folie. Das hat auf jeden Fall noch ein Nachspiel. Ich sehe hier schon einige sagen BBS für den Civic. Hätte ich wirklich richtig Bock drauf. Civic, neue Felgen, hätte ich richtig, richtig Bock drauf. Ich hätte richtig Bock auf BBS. Ihr habt die Kostenaufstellung vom Civic gesehen. Ich bin jetzt 900 Euro unter Budget. Aber das Ding ist, aktuell habe ich schon richtig, richtig Bock auf einen Turbo-Umbau. Und das muss ich mir jetzt erstmal noch finanziell durch den Kopf gehen lassen, mal durchrechnen und so. Aber ein Turbo-Umbau ist mir auf jeden Fall viel wichtiger als dieser Duke 256. Danke für deine Donation. Wann kommt Bodykit am CL? Sorry Leute, ich kann gerade nicht so schnell mitlesen. Alter, Jungs, chillt mal kurz. Christian, danke für deine Donation. Wie viele Kilometer hat der ML jetzt gelaufen? Was war eben noch die Frage? Digga, ich komme hier komplett durcheinander, Mann. Also der ML hat 286.000 Kilometer aktuell gelaufen. Was war die Frage davor, Jungs? Digga, ich habe es einfach vergessen, Mann. Bodykit CL, genau. CL Bodykit. Ich will nicht zu viel verraten, aber... wie formuliere ich das? Ich sag mal so, Prior ist einer Kooperation zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeneigt und ich auch nicht. Und wir sind gerade in der Verhandlung. Vielleicht wird es ja so. Ich hoffe, Digga. Prior, falls ihr das seht, bitte. Bitte. Rage Jack 2015, danke für deine Donation. Kannst du mal deinen ganzen Fuhrpark zeigen? Tatsächlich möchte ich ja aktuell weder Fuhrpark präsenten, noch möchte ich den Fuhrpark beibehalten, wie er ist. Ich möchte ja abbauen und mich nur auf wirklich, Digga, ganz kleine Projekte konzentrieren. Mir wird das aktuell wirklich, wirklich einfach zu viel, bin ich ganz ehrlich. Felix Hildebrand, danke für deine Donation. Was war dein Lieblingsprojekt? Pink Panther mit Abstand. Und habe ich auch wieder Bock drauf auf so ein Projekt. Weil diese Projekte, also ich muss euch sagen, Chrysler-Projekt. Oh Jungs, Mann. Danke für die Donation, Tobias. Was ist dein Traum-Mercedes? Ich fahre ihn. Also CL500. In der genauso, wie er ist. Ist einfach Traumwagen. Ich habe die Projekte so in... Also ich hatte ja jetzt mehrere Projekte mit mehreren Projektpartnern beziehungsweise mehreren Möglichkeiten, ein Projekt durchzuführen. Und das Ding ist, wo die Kooperation mit... wegen dem Chrysler lief. Das habe ich schon gefühlt. Das war nice. So für den Content, für den reinen Content. Aber das Ding ist, wenn man halt für einen anderen eine Karre aufbaut oder für eine Versteigerung oder so und die Karre einem nicht wirklich selber gehört, dann kann der Content wilder werden, aber man selber fühlt das Projekt nicht so hart. Und das Ding ist, wenn man aber immer selber sich die Karren kauft, Jungs, mal ernsthaft, ich habe keinen Bock mehr darauf, die ganze Zeit Autos zu kaufen. Das klingt jetzt richtig, richtig dumm, sich darüber zu beschweren, aber Digga, ich muss mir da irgendwie eine andere Lösung einfallen lassen, um den Content weiter so zu machen, wie ich die Karren wieder loswerde, ohne damit riesen Verlust rauszugehen, ohne dass man immer diesen Zeitgap hat, wo dann so viele Karren rumstehen. Weil das ist alles Geld, was rumsteht, sie fressen Geld und das ist, Digga, das ist aktuell so ein Thema, was mich richtig nervt. Und da möchte ich wirklich, Scavenger, danke für die Donation, da möchte ich wirklich einfach zurück zu Pink Panther. Das meine ich, also ich bin irre froh über mein CL, auch über den ML, läuft wie ein Traum. Civic Projekt läuft wieder wie ein Traum, das Projekt. Das hatte ja wirklich ein kleines Down. Aber Tobi Duisburg, danke für deine Donation. Aber wo man einfach eine Karre hatte, Digga, das habe ich viel, viel mehr gefühlt. 1 Euro eBay versteigern, ja, dann bist du, Digga. Also ich sehe so ab aktuell davon, krassere Projekte zu starten, die größer sind als der Civic, bin ich ganz ehrlich. Also Civic feiere ich komplett.